Am Dienstag beraten die Innenminister der EU über einen neuen Plan zur Verteilung von Bootsflüchtlingen, ausgearbeitet von Deutschland, Frankreich, Italien und Malta, in der Hoffnung, dass sich noch andere Länder anschließen. Horst Seehofer hatte ja angekündigt, Deutschland wolle jeden vierten aus Seenot Geretteten aufnehmen. Darüber ist nun in der Union eine Debatte entbrannt, wie Patricia Wiedemeyer berichtet. Der Innenminister reist durch Europa, wirbt in der Türkei und in Griechenland für eine gemeinsame europäische Asylpolitik, sagt Hilfe zu. Denn die Zahl der Flüchtlinge, sie steigt dramatisch an. Wenn wir ihnen nicht helfen, das möchte ich der Bevölkerung in Deutschland sagen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wann diese Flüchtlinge auch in Deutschland sind. Doch nach Seehofers Besuch gestern ist heute nun eine heftige Debatte über einen seiner Vorschläge entbrannt, wonach Deutschland pauschal 25% der geretteten Bootsflüchtlinge aufnehmen könne, wenn andere EU-Staaten freiwillig mitmachen. Die Rückendeckung der Regierung soll Seehofer dafür haben, nicht jedoch die der eigenen Fraktion. Der Vorsitzende Brinkhaus reagierte heute sehr zurückhaltend. Zitat: Wir dürfen Schlepperorganisationen nicht ermutigen, mehr zu machen. Das war eine Initiative des Innenministers, nicht der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Skepsis auch bei der Opposition. Ich denke, der Weg, den Seehofer einschlägt, ist der falsche. Er sendet ein Signal für mehr Migration. Aufnahmegarantien sind Anreizsysteme zu kommen. Wir brauchen in Europa breite Mehrheiten für die Beschlüsse. Wenn Herr Seehofer aber nicht mal seinen eigenen Fraktionsvorsitzenden überzeugt, dann bin ich skeptisch, ob ihm dies auch mit den Chefs anderer Staaten gelingen wird. Es ist wichtig, dass der Innenminister jetzt auf europäischer Ebene klar macht, dass es wirklich um eine gemeinsame europäische Lösung geht, um Solidarität und dass Deutschland auch aus den vergangenen Jahren gelernt hat. Die Diskussion über die Flüchtlingspolitik, sie ist neu entbrannt und wird wohl weitergehen. Dass die Vereinbarung wieder ausgesetzt werden kann, sollte die Anzahl der Schlepperboote stark ansteigen, fand heute übrigens kaum Beachtung.